Mach mich los, bevor mir die Geier die Augen auspicken. Ganz zu schweigen von den Wölfen. Ich sah sie gerade erst in den Büschen. Ich bin eine Söldnerin. Du musst wissen, dass ich nicht umsonst helfe. Und du siehst nicht aus, als wärst du in der Lage zu zahlen. Warte, hör mich an. Diejenigen, die mir das antaten, nahmen mir alles, was ich besaß und ließen mich hier zurück. In ihrem Versteck horten sie viele Schätze und Kostbarkeiten. Befreie mich und ich verrate dir, wo du sie finden kannst. Ja, das klingt schon mal nicht schlecht. Damit könntest du mich überzeugen. Schnell, Söldnerin, mach mich los! Ach, verdammte Wölfe. Ach so. Ja, wir verfolgen die natürlich. Befreie den nackten Bogenschützen. Und jetzt ist er... Ah, nee, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Gut, danke. Los, raus aus dem Feuer. Ich danke den Göttern, dass sie dich geschickt haben. Ja. Und jetzt? Du lebst und bist frei. Nun erzähl mir von der Belohnung. Diese Schweine nahmen mir meinen einzigen Besitz. Ein Familienerbstück. Ich habe das Amulett von meiner Mutter bekommen. Sie verwahren ihre Reichtümer in einer Höhle unter Wasser, westlich von hier. Hm, nicht, dass ich da schon war. Welcher Bandit nahm dein Amulett? Der Anführer, ein dicker Kerl mit einer großen Axt, stahl es. Schlag ihm den Kopf ab und das Amulett gehört dir. Das klingt nicht schlecht. Wer ließ dich so zurück? Die Anhänger des Ares. Ich trat ihnen bei, weil ich mir schnellen Reichtum versprach. Doch die Opfer und das Morden, Söldnerin, es ist furchtbar. Ich wollte mich mit einigen ihrer Sachen davonstehlen. Und wurdest geschnappt. Du musst sie alle umbringen, Söldnerin. Sie sind wahnsinnig. Ja, schneller Reichtum ist schwierig. Du hast die Anhänger des Ares verlassen und erwartest zu überleben? Wie ist dein Plan? Ich dachte, ich werde Geierfutter. Aber warte, vielleicht... Die Sache gefällt mir nicht. Wie wäre es, wenn ich für dich arbeite? Ich kann kämpfen. Das immerhin haben mir die Anhänger des Ares beigebracht. Nun, was sagst du? Puh, eigentlich brauche ich dich nicht. Gut, du arbeitest für mich. Ich weiß nicht, ob das was wert ist, aber besser als nichts. Dann stehe ich ab sofort zu deinen Diensten, wenn du willst. Aber nur, wenn du dich vorher anziehst. Ja, neues Besatzungsmitglied erhalten. Finde mir schon das Amulett und das nackten Bogenschützen. Was, ich bin gleich hier richtig, oder was? Na? Da wären wir. Da wären wir. Immer wieder schön. Was ist denn da? Okay, das wird vielleicht auch das sein. Gucken wir uns erstmal im Schiffchen um. Oh, was haben wir denn hier alles eingesammelt? Der tanzende Pegasus. Pegasus entsprang dem Blut der Medusa, nachdem sie erschlagen wurde. Man sagt, dass er es war, der Zeus die Donnerkeile brachte und als Belohnung dafür in ein Sternbild am Nordhimmel verwandelt wurde. Okay, was haben wir hier Schönes? Die Tyrann-Schiffsdesign. Die Korinther, die Erfinder der Triere, haben dieses neue Schiff für die spartanische Flotte entworfen. Sein Bauplan war ein streng gehütetes Geheimnis, das nur wenigen lebenden Personen bekannt war. Ja. Naja, gut. Wir schauen uns hier oben um. Nicht zugewiesene, ja, den da können wir entlassen. Pandaros, ist das der, den wir gerade hatten, wa? Protoss. 17% durch die gesamte Mannschaft zugeschickter Schaden. 6 Rahmen, wer bist du denn? Ja. Der gehört noch nicht dazu, oder wie? Ach, wisst ihr. Nee, das Schiff ist immer noch. Hä? Ach, hier unten. Hä? Die Galionsfigur. Wo haben wir das denn alles her? Die Sphinx. Ah, die Sphinx-Galionsfigur schmückt die Schiffe von Strategen und all jenen, die Taktik der puren Gewalt vorziehen. Das ist, glaube ich, nichts für uns. Und was haben wir hier schon wieder Neues?
Soldaten, Mannschaftsthema, Anhänger, die bereit sind, ihr Leben für die Sache zu geben, aber auch ausgebildet wurden, um sich möglichst teuer zu verkaufen. Und das Okkult des Kosmos. Anhänger des Kults suchen nur einen starken Anführer, dem sie folgen konnten. Daher war es nur natürlich, dass sich einige der See zuwandten. Okay. Naja, gut. Haben wir jetzt. Also das Amulett, den Bogenschützen, naja. Wir gucken uns erstmal nach dem Amulett um. In Reas Höhle. Und hoffentlich bringt uns das was. Oh, schon wieder. Und jetzt? Ja, du sollst aber... Nee. Ich fall immer wieder drauf rein. Ja, so, komm. Schauen wir uns mal ein bisschen um, ob wir hier was finden. Was? Oh, da drüben, wa? Was amulettisch aussieht. Oh ja, natürlich. Was ist hier unten? Natürlich nichts, ist klar. Oh, diese... Ja, ich mache ein bisschen Licht. Ist ja klar. Naja, egal. Wir gehen noch ein bisschen schwimmen. Na, hoch mit dir. Was ist denn hier oben? Nee, da ist nichts. Ach, ich lasse mich immer von diesen Dingern ablenken. Mann, ist ärgerlich. Ist doch so, hier. Weiter geht es. Hier, diese Dinger. Immer alles schön in Kisten packen, dass ich mich nicht immer so ablenken lasse. Ich bin gefangen. Ja, ich komme ja schon. Wer schreit denn hier so? Hier, komm ran. Okay. Die mit ihren Dolchen, die mag ich gar nicht. Was denn? Ach, du bist schon... Hier ist doch... Ja. Okay, wir gucken uns erstmal hier oben um. Der König. Warum bist denn du so leise? Du kannst ruhig ein bisschen lauter schreien, ja. Hilf mir doch einer! Ja, ich komm. Pass auf, ich helfe. Hast du gesehen? So, Sippe. Aber ob hier... das Amulett ist... Komme ich hier durch irgendwie? Aha. Hä? Nimmst du das nicht mit? Was ist denn hier? Oh, das... Nee, reg dich nicht auf. Uah. Ja, das tut weh, ich weiß, aber das muss so sein. Was mit dir? Das muss das Amulett sein, von dem der nackte Mann gesprochen hat. Wo denn? Sieht kostbar aus. Hä? Wo ist denn hier ein Amulett? Ihr seid so gemein zu mir. Muss mal gucken, ob ich jetzt ein Amulett aufgenommen habe. Wenn ich hier... Das
Zeig mal her. Das Amu... Also irgendwie... Hä? Was denn für ein Amulett? Ja, wo sollte ich das denn tragen? Komisch, hier ist nichts. Mann. Hier ist doch aber... Ich verstehe das nicht. Unter... Ah, warte mal. Es könnte sein, dass es hier ist. Hier drüben könnte es sein. Erbamulett. 1000 Goldstücke. Alles klar, jetzt haben wir es. Das bringt mich zwar nicht weiter, aber... Gibt's hier noch was? Oh, noch so viel Schätze. Boah, wie haben denn die das Holz hier runtergekarrt? So viel Schätze soll hier noch sein. Oh Mann, das wird eine Weile dauern. Das da hinten ist eine Falle, ja. Aber es war recht groß hier überall. Vielleicht sind das hier die Schätze. Vielleicht sollten wir einfach der Sache mal nachgehen. Hier sind keine mehr, oder? Okay, dann gehen wir der Sache mal nach. Hier. Wo ging es lang? Hier. Vielleicht sind das... Oh, da unten. Ja, da unten sieht es interessant aus. Aha. Na los, komm. Ah, hier ist jede Menge los. Haben sie aber gut versteckt hier unten. Und der andere Schatz ist da. Okay, das hat sich ja ein bisschen gelohnt nur. Und jetzt aber fix raus hier. Nicht so festhängen. Sind wir auf der richtigen Seite oder auf der falschen? Ach so, wir müssen da wieder zurück, hä? Kommen wir hier irgendwie rüber? Ohne nass zu werden? Ja. Okay, dann ab jetzt, Galoppi. Wo geht's raus? Weiß ich nicht. Gehen wir hier hoch. Ja. Wir gucken uns... Nee, da ging's nicht raus. Boah, hier ist so viel Zeug. Aufheben stand da, ja. Okay, da drüben. Aber wenn ich da lang gegangen wäre, hätte ich das ja hier alles mitgenommen. Also, hier geht's auch nicht raus. Wo sind wir hier? Okay. Das ist wahrscheinlich ein anderer Ausgang. Stöhn doch nicht so, Mädel. Na? Okay, doch, hier waren wir richtig. Na dann sieht das ganz gut aus hier. Aber, hä, sind wir von dort gekommen? Ich bin etwas unsicher. Da oben. Mhm. Alles klar. Nein, runter mit dir. Und jetzt, ja, das sieht gut aus. Pfui.
Die Höhle hat es ganz schön in sich. Und hier unten war ja auch noch einiges, glaube ich. Hier unten. Zeig mal. War hier nichts? Die Geier? Nö. Zeig mal her. Den lass mal in Ruhe. Da. Ah ja. Da kommen wir wahrscheinlich sonst gar nicht mehr hin, ne? Gehen wir hier rüber. Und machen dann vielleicht so hier runter. Wie weit ist das weg? 170 Meter? Ah ja, kann ich nicht widerstehen. Kann ich nicht widerstehen. Ja, dieses kleine Quest, lass mal in Ruhe. Na los, komm schon. Dann holen wir uns das nächste. Was ist denn da? Ja komm, leg mal die Fackel jetzt ab, hier ist hell genug. Malaka, da vorne sind fanatische Anhänger des Ares. Was ist denn hier? Wen wollte er treffen? Ich sollte es herausfinden. Brief des Toten. Triff mich in dem Haus an der Straße nach Kleinägypten. Sei vorsichtig. Die Wachen suchen nach dir. Keine Sorge, deine Frau ist in Sicherheit. Naja, finde den Kontakt des Toten und triff dich mit ihm. Hm. 450 Meter. Ihr seid die Anhänger? Euch kenne ich doch schon. Ihr war doch da in der Höhle, ne? Ihr kommt mir so bekannt vor. Und ihr brennt so gut. Naja, Jungs. Gucken wir erstmal, wo diese... Oh, da unten. Kleinägypten. Oh, der kritische Stier. Na gut, wir könnten die Runde auch so rum machen. Ja, das geht auch. Dann machen wir die Runde so rum. Alles klar. Aber vielleicht machen wir noch einen kleinen Abstecher. Da und da. Ja, das können wir machen. Wir machen mal einen kleinen Abstecher darunter. Einfach so, weil wir es können. Aber dann tun wir gleich versuchen, da dem Toten irgendwie noch ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Nicht wahr? Wir haben ja ein super, super schnelles Pferdchen. Was ist denn hier? Ardos Haus. Da können wir ein bisschen was plündern. Hat gar nicht aufgeblinkt. Hä, du bist außerhalb, oder? Na klasse. Haben die wieder getrickst. Okay, dann geht's los. Haben wir nur mal kurz das Haus da gemacht. Los, Phobos! Jawohl. Und dann... Hey, ich hab da was übersehen. Hab ich da was übersehen? Komme ich hier rüber irgendwie? Mal sehen. Ja, das geht. Danke. Kleinägypten also. Bisher haben wir noch keinen Hinweis auf unser nächstes Artefakt gefunden. Ich muss mit ihm sprechen. Den Kontakt. Und los. Ja, wir sprechen mit ihm. Natürlich erst nachdem wir den Schatz geborgen haben. Das ist ja Ehrensache. Söldnerin? Du heuerst
Nee, wo ist denn hier der Schatz? Ja, ja. Da, ich sehe sie. Was, du siehst mich? Das ist die Gelegenheit. Los! Oh. Das ist die Gelegenheit, Jungs. Was ist denn? Wo seid ihr denn? Oh, das brennt, ne? Ja, Jungs. Okay, dann hallo, Junge. Was sollte das denn? Das Militär verdächtigt mich, Abtrünnige von der Front rauszuschmuggeln. Ja, na gut, sie wussten, dass ich es tue. Mhm. Oh, verfluchte Wachen! Sie schlagen hart zu. Hast du auf dem Weg hierher einen Mann gesehen? Einen dürren Idioten in den Farben der Armee? Leider habe ich eine Leiche gefunden. Ich fand eine Leiche in einer Schlucht. Da habe ich diese Nachricht entdeckt. Tot? Nein, das darf nicht sein. Wir hatten den perfekten Plan, ihn zu seiner Frau zu schaffen. Ich versprach ihr, dass er nicht enden würde wie die anderen Abtrünnigen. Du musst ihm nahestehen, wenn du dein Leben für ihn riskierst. Oder er hat dich sehr gut bezahlt. Aber ich tat es für das Mädchen. Mädchen? Welches Mädchen? Seine Frau? Es geht immer um ein Mädchen, nicht wahr? Naja, er wurde zwangsrekrutiert. Und sie weinte unentwegt. Und ich bin gut darin, Leute verschwinden zu lassen. Aber anders als du es tust. Also wollte ich ihnen helfen, wieder zusammenzukommen. Ja, dieses Mädchen. Es war nett, dass du geholfen hast. Du wolltest die Frau für dich selbst. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal von dem Schlechten diesmal aus. Du willst sie nur für dich selbst. Das stimmt nicht. Ich meine, ich habe daran gedacht, aber... Hör mal, ich wollte nur, dass sie wieder lächelt. Verstehst du? Da bin ich sicher. Och. Wir müssen jetzt zu Isabel, ich meine zu seiner Frau... Wenn die Wachen hinter mir her waren, ist sie auch in Gefahr. Bitte geh zu ihr. Ich komme nach, wenn ich kann, und bringe sie in Sicherheit. Ich soll zu ihr gehen und er bringt sie in Sicherheit. Na, großartig. Ich werde sie beschützen. Wie komme ich zu ihr? Folge der Straße nach Kydonia. Ihr Haus ist auf der linken Seite. Suche nach grünem Stoff am Türpfosten. Schnell! Ich komme nach, sobald ich kann. Schere. Wieso kann er denn nicht gleich? Verstehe ich nicht. Hier ist doch nichts weiter. Okay, dann gucken wir mal, wo uns das wieder hinbringt. Okay, da hoch. Ja, das könnte ganz gut sein. Könnte man erst den kretischen Stier machen. Wäre eigentlich... Naja, Ach, wisst ihr, es ist so... wir knipsen das hier mal aus. Und... gucken uns mal den Stier an. Mal sehen, ob wir den... Geht da was zu durchsuchen? Nee. Mal schauen, ob wir den packen. Er liegt sehr gut auf unserem Weg. Und dann versuchen wir, das Mädchen zu retten. Ja. Die wird schon noch ein bisschen aushalten. Ein kleines bisschen. Dann hätten wir vielleicht... es fehlen uns immer noch welche, glaube ich. Legendäres Tier. Oh ja. Wer ist denn da? Der Vater des Minotauros. Oh weh. Mist. Alles geht's nochmal? Ja, es ging nochmal. Ich bin zu langsam beim Zuschlagen. Und geht's nochmal? Komm. Los, komm ran. Nee. Oh, jetzt. Ja, das geht gut. Ja, wir stehen sehr gut da. Ich habe noch keine Specials.
Naja, wenn er zuschlägt, dann schlägt er gut zu. Okay, dann müssen wir mal ein paar Specials auspacken. Ja, und gleich nochmal, komm. Ja, danke. Ich verlasse das Kampfgebiet nicht. Und, Junge? Kommst du ran? Da, los. Aua. Hat er mich erwischt. Ah. Ich muss doch das Ausweichen üben. Hey. Oh, der lässt mich. Ah, ich muss das Ausweichen üben. Ah, Mist. Komm. Na los, komm ran. Na. Nee, ich hab's wieder nicht geklappt. Na, dann schlag mal einfach zu, was soll's. Weich mal halt nicht mehr aus. Ne? Uah. Und tschüss. Ja, es war nun gut. Fell des kretischen Stieres. Ja, Daphne. Da fehlt uns jetzt, glaube ich, nur noch einer, oder? Zeig mal her. Wo die vielen Häkchen dran sind. Der erymantische Eber. Wo ist denn der? Zeig mal her, wenn wir den mal kurz markieren. Der ist, wie Sie sehen, da oben, oder? Natur. Okay, Elis. Ja, da waren wir noch nicht. Nach Elis hat es uns noch nicht verschlagen. Akazien haben wir auch. Ja, haben wir auch nur gestreift. Oh, hier oben werden wir noch viel Zeit verbringen, habe ich das Gefühl. Jetzt machen wir, ne? Genau, jetzt gehen wir hier hoch. Hier unten, ja. Das trifft sich gut. Komm hoch mit dir. Haben wir erledigt, danke. Wir verfolgen dann das Quest. Kann ich eigentlich das Quest direkt? Ja, ne, es ging. X verfolgen, jawohl. Also ich glaube, wenn ich dann in einem halben Jahr das Spiel mal durch habe, kann es sein, dass ich es vermissen werde. Es wäre möglich. Wäre durchaus möglich. Weil das Valhalla, was ja danach kommt, ist schon ein bisschen anders angelegt. Die Mechaniken sind gleich, klar. Aber das ist dann doch sehr, sehr düster alles. Wo sind wir denn? Zeig mal her. Oh, guck an. Hier ist ja richtig was los. Da ist das Haus. Und eine neue Quest. Hallo? Na, was ist denn nur? Okay. Aber wir beenden erstmal fix die Aufgabe. Oh, das sind sie. Sie hat sich ganz schön gewehrt. Wir sollten sie nicht töten, ihr Narren. Jetzt müssen wir das dem Befehlshaber erklären. Sie hat sich geweigert, ihren Abtrünnigen Mann zu verpfeifen. Sie hat gekriegt, was sie verdient. Mist. Aber ich glaube, wir hatten keine andere Wahl. Verflucht! Wie kann ich... Wo bist du denn? So, tschüss, Junge. Ach, schade, da kommen wir leider zu spät. Anscheinend hat sie sich gut gewehrt. Nur nicht gut genug.
Ich sah die toten Wachen draußen. Gute Arbeit, Söldnerin. Sie waren vor mir hier. Ich konnte nichts mehr tun, außer sie zu rächen. Sie hat mir vertraut, Söldnerin. Ich wollte nur, dass sie wieder lächelt. Doch was ich auch versucht habe, ich brachte ihr nur Schmerz. So ist es schon immer gewesen. Ich hätte ihr nicht von meinem dummen Plan erzählen sollen, sie mit ihrem Mann zu vereinen. Das ist alles meine Schuld, nicht wahr? Nein, ist es nicht. Niemand wollte, dass es so endet. Und schon gar nicht du. Wenn sie gelächelt hat, war alles in Ordnung, weißt du? Mir war egal, wen sie angelächelt hat. Du hast dein Bestes getan. Aber das Beste ist niemals genug. Nein, nein ist es nicht. Nimm das. Ich wollte es ihnen geben, wenn sie aus Kydonia entkommen sind. Als Reserve für schwere Zeiten. Jetzt brauchen sie ihn nicht mehr und ich kann den Anblick nicht ertragen. Nimm ihn als Bezahlung für deine Mühen. Und jetzt geh bitte. Naja, gut. Ja. Konnten wir nichts mehr tun. Schauen wir uns mal fix den Schmied an. Schmied ist immer gut. Hier bist du schon. Wie kann ich helfen? Wir verkaufen erstmal den ganzen Plunder. Und dann guck mal, was du so Schönes hast. Holz natürlich brauchen wir. Hast du nicht? Doch, ein bisschen Holz ist da auch. Gut. Und das Holz hier nehmen wir mit. Ja, bitte, und dann... frag, wonach dein Herz verlangt. Nö, und dann gehen wir wieder. Kein Problem. Statuen von Opotamos. Wir holen uns noch fix den Synchro-Punkt. Ja, und dann würde ich sagen... ist die Folge zu Ende. Erklär das dir mal... klasse. So ein riesen Klettergenie, wie die ist, ne? Aber alles möchte sie nicht. Sie möchte einfach Tempel der Artemis Dyktyna. Und da oben ist der Synchro. Der Schatz lockt natürlich auch. Aber erstmal hier hoch. Ja, wir synchronisieren den Ort. Gab es nicht. Wir gucken mal. Erstmal synchronisieren. Ja. Was sind das? Weinberge? Gucken wir gleich mal, ob das Weinberge sind. Tempel. Gab es irgendwo eine Statistik? Helm unsichtbar, detaillierte Werte. War aber nur das. Fähigkeiten. Ich dachte, irgendwo gab es eine Statistik. So und so viel. Legende, Zoomen. Ich bin mir nicht sicher. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Schade. Ich dachte irgendwo... halt, ich wollte erstmal gucken, ob das die... ob das schöne Weinberge sind hier. Müsste eigentlich sein. Ach nee. Olivenbäume. Okay. Olivenbäume. Ich wollte jetzt die Folge eigentlich beenden. Wir gucken uns da oben nochmal um. Ja, nee, das machen wir dann nächste Folge. Ja. Die Karte schauen wir uns nochmal fix an. Okay, hier ist ordentlich was los. Ja, das machen wir nächste Folge. Dann haben wir hier ein neues Quest. Und da ist noch ein Synchro-Point. Noch ein unentdeckter Ort. Wahnsinn. Dann, oh. Ist hier sonst noch was links? Nee. Okay. Also es ist wirklich da ordentlich zu tun.
Ich bleibe hier mal stehen. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis demnächst hier auf Missara in Kydonia und in Assassin's Creed Odyssey, wenn wir uns wiedersehen. Dankeschön und tschüss.